Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir endlich die Shepherd gefunden, haben unsere Chefin auch direkt mitgefunden. Watch, dann hol mal die Knopfzwiebel da, während ich hier weitermache. Und unser Kollege Colin möchte etwas von uns. Ja, da natürlich Spaß, ne? Letztes Mal hieß es, ich soll jetzt dahin fliegen, wo die alle stecken. Aber womit? Es würde dich freuen, dass ich einige neue Funktionen auf deinem Tablet installiert habe, die dir die Arbeit erleichtern können. Die sind sehr praktisch, also seh dir doch einmal an, wenn du da eine Minute Zeit hast. Gut, das war's auch schon, was ich zu sagen wollte. Bist du bereit für die nächste Expedition? Erstmal plaudern. Ja. Ich bin einfach nur erleichtert, dass du mein SOS-Signal so schnell aufgefangen hast. Bei der Flucht aus dem Raumschiff geriet ich in Panik. Wenn dieses Signal nicht funktioniert, ich mag es mir gar nicht ausmalen. Bereit für den Einsatz? Na klar. Dies sind die Gebiete, die du jederzeit erkunden kannst. Die sonnigen Anhöhen. Dort könnte sich ein Mitglied der Rettungskrew aufhalten. Schnell, wir müssen mit der Suche beginnen. Dann fliege ich mal dahin. Ach, damit fliege ich dahin. Oh, die Zwiebel hebt auch ab. Da sind sie, die sonnigen Anhöhen. Ich sehe schon was glitzern. Was für wunderschöne Anhöhen. Hallo, hallo, hier spricht Colin. Meinen Daten zufolge bist du ohne Zwischenfälle im Zielgebiet angekommen. Einen Moment, ich lasse die Chefin erklären, wie wir eine Rettungsmission vorgehen. Oh nein. Siehst du die Uhr oben links auf dem Bildschirm? Sie ist so synchronisiert, dass der Zeiger den rechten Rand erreicht, wenn auf diesem Planeten die Sonne untergeht. Suche tagsüber nach unseren vermissten Kollegen. Aber unbedingt zum Basiscamp zurück, bevor es dunkel wird. Verstanden. Wir zählen auf dich. Oh, vielleicht hast du dich schon gewundert, was diese Zwiebel in der Nähe der Beagle macht. Den Informationen aus dem Logbuch zufolge dient die Zwiebel dem Pikmin auch als Transportmittel. Für ein schnelles Vorankommen ist es immer gut, Hilfe zu haben. Lass dich da draußen also von den Pikmin unterstützen. Alles klar, kommt mal raus, meine kleinen Freunde. Wir nehmen direkt alle mit. So, warte mal, Karte. Okay, wesentlich größer. Uff. Irgendwie fühlt sich das Werfen im Vergleich zu früher echt schwerfällig an. Mal mit. Ich sammle jetzt erstmal die ganzen Knopfbeben hier. Oh, er hat Maximum erreicht. Warum kommen denn keine neuen Pikmin aus der Zwiebel?
Wir empfangen Lebenszeichen. Denen zufolge sollte sich die Anzahl der Pikmin innerhalb der Zwiebel erhöht haben. Aha! Vielleicht kann sie nicht nur eine bestimmte Anzahl Pikmin an der Oberfläche aufhalten, damit zu große Verluste vermieden werden. Ja. Ja, genau so ist es. Wir können mit 20 Pikmins momentan maximal rumlaufen. Da ist ein Baseball. Hoffentlich hat er ein Autogramm mit drauf. Mit 20 Pikmins sollten wir was reißen können. So, das da müssen wir auf jeden Fall abbauen. Ein hübscher Stein, oder? Ein Schatz ist das wohl nicht. Aber vielleicht kann man damit etwas machen. Ich sehe mal in Olimas Logbuch nach. Rohmaterialien wirken auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Stein. Doch tatsächlich handelt es sich um fossilisierte Biomasse. Diese schmilzt bei Erhitzen und bildet eine lehmähnliche braune Substanz, die gut formbar ist und vielseitig eingesetzt werden kann. Wenn es um Maschinen geht, kenne ich mich ganz gut aus, aber ich weiß nicht, wie man mit Materialien weiterverarbeitet. Wenn noch Rust da wäre, er wüsste bestimmt etwas damit anzufangen. Hoffentlich sollten wir das Rohmaterial einfach sammeln. Wenn Rus wieder da ist, wird er sich bestimmt darüber freuen. Sammelt es! Los! Los, meine kleinen Freunde! Alles zum Schiff damit! Okay, wir haben schon mal etwas gesammelt. Bitte komm, Shining. Ich habe noch etwas Wichtiges vergessen. Um unsere vermissten Kollegen zu finden, wirst du Oceans Hilfe brauchen. Seinem Geruchssinn kann Ocean die Fährte unserer Kollegen aufnehmen. Hätte Y gedrückt, um die Aktionen aufzurufen und wähle dann mit Hilfe von links die Aktion Auftrag. Für den Anfang sollte der Auftrag Such genau das Richtige sein. Damit bringt dich Ocean direkt zu dem, was du suchst. Ach, kann ich die damit auch losschicken, die Pikmins? Meine Altersmission arbeitet an gegen die Zeit. Mach dir deinen Dori-Können zunutze und finde unsere Kollegen. Du wirkst verwirrt, Shining. Hast du den Begriff denn noch nie gehört? Wie erkläre ich dir das am besten? Dori bedeutet, seine Aktionen vorausschauend zu planen und beim Verfolgen seiner Pläne effizient vorzugehen. Das klingt nicht nach mir. Dieses Wissen ist etwas in Vergessenheit geraten, aber bei der Rettungsgruppe bemühen wir uns, es umzusetzen. Es ist sehr wichtig, dass man sein Dori-Können verbessert. Wenn du nach unseren Kollegen suchst, wirst du es brauchen. Öffne für den Anfang einmal mit Y die Aktion und gib Ocean den Auftrag, unsere vermissten Kollegen zu suchen. Wahrscheinlich ist dieser Russ auch der erste, den ich finden werde. Such. Er hat eine Fährte gefunden. So, mal testen. Anvisieren? Nee. Trag den mal weg, den Jungen. Attacke! Vernichtet diese Wand! Ich hau auch mit drauf. Ich laufe jetzt nicht jeden einzelnen Pikmin hinterher, ne? Ich würde sagen, der ist da unten. Ach sowas, da ist ja auch eine Höhle. Wie wimmelt es nur so von Kreaturen? Auf der Flucht vor ihnen könnten sich unsere Kollegen in die Höhle zurückgezogen haben. Wir sollten uns da drin mal umsehen. Ja, aber erst hole ich meine anderen Pikmin-Freunde wieder. Oh, Nektar!
Habt ihr das gesehen? Ihm ist eine Blüte gewachsen. Was geht da vor? Diese Substanz, da handelt es sich um Nektar. Wenn die Pikmin ihn zu sich nehmen, stimuliert das wohl ihr Wachstum. Dem Logbuch zufolge bewegen sich die kleinen Kerlchen umso schneller, mehr sie gewachsen sind. Das sind wirklich ungewöhnliche Wesen. Dann gönnt euch mal. Die anderen, die gerade nicht da sind, die gönnen sich gleich auch noch. Oh, du kommst wieder mit. Was passiert eigentlich, wenn der Ortschen das wegschlürft? Transportiert das mal ab. Ah, ich sehe schon, wie man das verwenden würde. Es sieht so aus, als hätte jemand begonnen, etwas zu bauen. Ich frage mich, wer das wohl war. Diese Konstruktion könnte uns sehr nützlich sein, wenn sie nur bereits fertiggestellt wäre. Ja. Kann ich dich auch eins abtransportieren lassen? Hat der es gefressen? Der hat das weggeschluckt. Na, guck mal, die laufen ja auch selbstständig wieder zurück. So war das auch schon früher. Was solche Materialien angeht, laufen die selbstständig zurück. Ich könnte ja jetzt warten, eben kurz, dass die das einmal zurückgebracht haben. Ich werde heute noch nicht in das Loch springen. Ich will ein bisschen erkunden vorher. Die sind schon auf dem Rückweg. Aber wie ich sehe, interessierst du dich für die Karte. Wusstest du, dass sie über eine ziemlich praktische Funktion verfügt? Neu entdeckte Höhen sowie Orte, an denen ein Hindernis beseitigt wurde, werden mit einem Pfeil nach unten und Pfeil nach links und rechts markiert. Gehst du zu einem solchen Ort, verschwindet das Symbol. So kannst du den Überblick über deine Aufgaben behalten. Okay, da oben ist etwas. Komme ich hier hoch irgendwie? Nee, ich glaube, hier komme ich am Ende wieder raus. Wenn ich durch das Loch gehe. Ja, wie gesagt, da kommen ja meine kleinen Freunde schon. Da warte ich eben kurz in den Moment. So, kurzer Test. Kann der Hund das auch wegschlürfen? Nee. Gönnt euch. So, alle stehen in voller Blüte. Gucken wir mal da als nächstes. Lass euch mal zu vier tragen. Nee, nee. Ich hab mich nicht verhört. Los, Hundi! Sie haben Sachen gefunden. Ach, der ist ungefährlich. Zumindest für die Roten. Aber für den Hund nicht! Ortschens Schwanz steht in Flammen! Lösche schnell das Feuer, indem du B gedrückt hältst. Ortschen, du bleibst mal da unten. Bei dir kann der wehtun. Du beteiligst dich nicht an diesem Gefecht. Zur Info, rote Pigments sind so gesehen Feuerpigments. Sie sind immun gegen Feuer. So, dann transportiere ich den auch mal ab. Dann hole ich jetzt erstmal den Trupp und komme hier nochmal hin. So. Dann holt diese Kugel mal da oben nach runter. Kannst du das runtersprinten? Ja.
So, dann trag das mal weg, Jungs. Ich habe gesehen, da hinten sind so wieder Vasen zum Zerdeppern. Alter, geh! Und wieder Zeug gefunden. Und noch mal neue Viecher. Abtransport, Jungs. Ich lasse die dann mal bei dem Tragen der Kugel helfen. Soweit es geht zumindest. Da kommt die Kriegsbeute. Ein neuer Schatz wurde eingesammelt. Wir haben jetzt schon 60 von diesen Gesteinen, ne? Ah, deswegen lasse ich mal stehen. Wie gesagt, in dieses Loch gehen wir erst beim nächsten Mal. Wir gucken jetzt hier links rum, was da so abgeht. Das muss wahrscheinlich von der anderen Seite gezogen werden, ne? Ja. Attacke, Jungs! Angriff! Schon wieder diese Steinkreise. Wir finden sie immer an günstigen, gelegenen Orten. Okay, obwohl immer sie für uns hier zurückgelassen hat. Jedenfalls eignet sich auch dieser Ort wunderbar als Beisestücke, um die Beagle hierher zu rufen. Da wäre auch näher dran, ne? Alle Pigments, die sich in der Nähe der alten Basis aufhalten und keine Aufgabe haben, reisen mit der Beagle zur neuen Basis. Na, ich habe jetzt nicht gesehen, dass Shepard geredet hat. Überlege gut, bevor du die Basis verlegst. Auch dabei sollte man effizient vorgehen und sein Dandori-Wissen anwenden. Ja, erst rufen und dann, würde ich sagen, Abtransport, ne? Dann ist das Zeug ja instant abtransportiert. Ja, da ist Wasser. Soweit ich weiß, kann der Hund schwimmen. Das ist der erste große Punktkäfer. Stimmt diese Theorie? Der Hund, der kann schwimmen. Nee, kann er nicht. Oh nein, Otschin kann doch nicht schwimmen. Ruf ihn schnell mit deiner Pfeife aus dem Wasser zurück. Im Trailer konnte der schwimmen. Deswegen dachte ich, der kann das hier jetzt auch. Na gut, im Trailer war er auch deutlich größer. Kreaturen sollte man immer gut im Blick behalten, aber sobald sie sich bewegen, verliert man sie schon mal aus den Augen. Es gibt allerdings einen einfachen Trick, wie du eine Kreatur immer im Blick behalten kannst. Wenn du ZR drückst, um den Autofokus zu aktivieren, kannst du dich ganz auf ein einzelnes Ziel konzentrieren. Das macht es um einiges leichter, flink Gegner zu verfolgen oder zu zielen, während du dich bewegst. Attacke, Jungs! Du killst nicht, Otschin! Otschin würde ich jetzt am liebsten bei der Beagle lassen. Die einen bemühen sich. Kann ich Otschin bitte sagen, dass er hier bleiben soll? Nee, er will unbedingt mit. Okay, hier brauche ich Elektro-Pigments. So, die tragen den weg. Gucken wir da mal weiter.
sammle da mal hinten, während ich mal gucke, was hier so abgeht. Da oben ist die gelbe Zwiebel. Die müssen wir uns unbedingt holen. Diese Knolle wirkt ja ganz schön unruhig. Die Farbe ist etwas blass für eine Zwiebel. Was meint ihr? Sollten wir sie mitnehmen? Ja, aber sicher doch. Das Problem ist, meine Pikmin sind gerade woanders. Oh, es ist schon spät. Bei unserer Arbeit ist es wichtig, Aufgaben rechtzeitig zu beenden und zur Basis zurückzukehren, bevor es dunkel wird. Wenn man nach Captain Olimas Logbuch geht, sollten alle Pikmin innerhalb dieses Radius sicher sein. Noch scheinen die Kreaturen hier noch aggressiver zu werden. Falls irgendwo Pikmin zurückgeblieben sind, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sie einzusammeln. Ja, man hat nicht so viel Zeit, deswegen lasse ich die jetzt einfach nur das Zeug hier zurückbringen und dann beenden wir den Tag. Okay, ich kann auch mal maximal 20 Minuten... Nein! Obwohl, eigentlich könnten die den Rückweg eventuell sogar noch schaffen. Kommen da noch drei? Oschin geht auch noch mal eins holen. Wenn ich ein Pikmin schnell hole und das rennen lasse, dann eventuell. Die könnten es noch zurück schaffen. Aber dich lasse ich nicht laufen. Erstmal in die Zone geschafft. Aber irgendwo habe ich einen auch mal stehen gelassen. Naja, zwei sind jetzt nicht weiter schlimm. Haben ja noch welche. Expedition beenden. Eins ist jetzt nicht schlimm. Ich brauche keinen perfekten Run, wo keiner stirbt. Ach, dann wandere ich hierhin zurück. Schlussbericht Tag 2. Niemand wurde gerettet. Wir haben die Kugel des Hoffnungsrituals und den polierten Bärenstein gefunden. Ein Pikmin ist leider verstorben. Eddie. Heute war ein erfolgreicher Tag. Obwohl wir keinen unserer vermissten Kollegen finden konnten. Auf der Planetenoberfläche haben wir keinen Notruf empfangen. Hm? Die Retterscrew zieht Abenteurer an. Die anderen eine Höhle gefunden und beschlossen haben, sie zu erkunden. Dich haben wir auch in eine Höhle gefunden, Chefin. Ab morgen sollten wir uns auf unterirdisches Gelände konzentrieren. Na gut, ne? Ist jetzt doof gelaufen mit dem einen Pikmin? Wie konntest du das arme Pikmin nur sterben lassen? Ja, sorry, Noah, ich hab's versucht. Ja. Jedenfalls würde ich sagen, wir machen hier jetzt an der Stelle heute Schluss. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!